Hey, hallo und schön, dass du wieder mit dabei bist. Ich bin Sean und damit willkommen zu einem weiteren Planet Zoo Speed Build. Dieses Mal bauen wir, wie ihr im Hintergrund ja schon sehen könnt, ein Gehege für den Binturong. Aber beginnen wir doch am Anfang. Also, los geht's! So, da sind wir auch schon und gleich vorweg muss ich sagen, dieses Speedbuild ist ein bisschen anders, als wir es hier auf dem Channel gewohnt sind. Das liegt daran, dass ich das Speedbuild nicht explizit für YouTube gemacht habe, sondern, also den Speedbuild eigentlich schon, aber den Build an sich nicht, sondern dass das hier ein Mitschnitt von einem Stream von mir ist, oder mehreren Streams, um genauer zu sein, die ich auf Twitch hatte. Das ist vielleicht ein ganz guter Zeitpunkt, um zu sagen, wenn du mir auf Twitch nicht folgst, dann wäre das vielleicht eine gute Gelegenheit, das zu machen, weil dann hättest du das Ganze hier einmal in Realtime sehen können und einfach nochmal live mit mir quatschen können. Also es lohnt sich definitiv, einmal auf Twitch zu gehen und mir dort zu folgen. Einen Link dazu findest du natürlich in der Videobeschreibung, aber genug jetzt der Eigenwerbung. Wie gesagt, das Speedbuild ist ein bisschen anders, das liegt einfach daran, dass ich hier deutlich mehr mit der Kamera rotiert habe, weil ich einfach auch im Chat hier und da ein bisschen gefragt habe, was sie denn davon halten. Und dementsprechend sind da relativ viele Cuts drin, was ich ja sonst nicht so mache. Das kennt ihr ja sonst von meinem Channel einfach nicht, dass da größere Teile fehlen. Also kleine Vorwarnung hier schon mal. Ich glaube trotzdem, dass es sich lohnt. Denn es ist eigentlich ein wirklich schöner Bild geworden und vielleicht sollten wir hier direkt auch nochmal ein bisschen Kontext liefern. Das Gehege habe ich angefangen zu bauen, da war der Südostasien-DLC noch gar nicht draußen und ich hatte keine Ahnung, wie groß das Gehege für den Binturong sein muss. Deswegen haben wir einfach ein bisschen spekuliert, ich zusammen mit dem Chat auf Twitch, und wir haben gesagt, na, es wird wahrscheinlich so irgendwas zwischen dem kleinen Panda und dem Schimpansen sein. Wir wussten da natürlich noch nicht, dass es deutlich eher an den kleinen Panda geht. Ich glaube, es muss in Wirklichkeit sogar ein bisschen kleiner sein, als der Panda braucht. Also es ist wirklich winzig, was der Binturong braucht, selbst wenn man da mehrere drin hat. Ich glaube, am Ende sind das 4 Weibchen und ein Männchen, die ich hier drin habe. Und ja, das wussten wir zu dem Zeitpunkt nicht. Deswegen ist das Ganze hier deutlich größer geworden als eigentlich benötigt. Aber das ist ja gar nicht schlimm. Ihr habt mich ja schon mehrfach dafür kritisiert, dass meine Gehege relativ knapp an der Bemessungsgrenze sind. Oder teilweise, ja, sehr, sehr knapp an der Bemessungsgrenze sind. So wie das Grizzly-Gehege in Mittwalde, was einfach mal 1 Quadratmeter nur größer ist als die Mindestanforderung. Wobei ich das Ganze, und das wisst ihr ja eigentlich, auch ein bisschen kritisch sehe, weil die Anforderungen, die die Tiere in Planet Zoo brauchen, sind natürlich schön und gut und ich verstehe auch, was Frontier uns damit sagen will, dass die alle ein bisschen größer sind, aber sie sind natürlich für die meisten Zoos deutlich zu groß oder deutlich größer, als die meisten Zoos das eigentlich tun würden. Und ich versuche mich ja meistens etwas in die realistischere Ecke ja, zu beheimaten, was meine Builds angeht. Dementsprechend finde ich das gar nicht mal so schlimm, dass die vielleicht hier und da mal nicht die Mindestanforderungen aus Planet Zoo ja aufrechterhalten, weil die meistens eh deutlich größer sind, als man das in Zoos kennt. Oder auch ja, ich weiß gar nicht, Tierschutzvereinigungen wollen natürlich immer eigentlich noch mehr für die Tiere haben, aber es gibt ja Vorgaben für Zoos, wie groß die Gehege sein dürfen. Also es ist nicht so, dass sie einfach sagen können so, ach Mensch, guck mal, wir haben hier gerade einen Binturong angeboten gekriegt auf Zubay, dem Äquivalent von eBay nur für Zootiere, so stelle ich mir das ein bisschen vor. Also ist natürlich überhaupt nicht so in der Realität, aber um das hier einfach mal einen Punkt zu machen. Und wir haben da hinten noch so 2,5 Quadratmeter, das langt doch. So ist es ja nicht, sondern die haben ja schon relativ genaue Vorgaben und an die sie sich auch halten müssen, glaube ich sogar. Ich weiß gar nicht, ob sie das müssen oder nur sollten, aber ich gehe eigentlich fast davon aus, dass sie das müssen. Ich meine, zumindest in Deutschland, wir sind hier immer noch das Land der Vorgaben und der Gesetze. Also bin ich mir da relativ sicher, dass die sich daran halten müssen. Gut, was bauen wir denn hier? Ihr seht ja, es sieht relativ wenig nach einem Gehege aus, was wir bauen. Und zwar hatte ich mir gedacht,
Der Binturong kommt ja aus Südostasien und hier, das ist ja auf einer gemäßigten Karte, sprich asiatische Pflanzen oder Dschungelpflanzen vor allen Dingen, sind jetzt wahrscheinlich nicht so winterfest. Das war so mein Hintergrundgedanke. Deswegen dachte ich mir, Mensch, bauen wir doch ein Gehege auch noch mit, also ein Gebäude mit ins Gehege oder ans Gehege dran, wo es einen kleinen Indoor-Teil für den Binturong, jetzt ist mir fast der Name entfallen, wie das Tier heißt, für den Binturong gibt, wo er einfach, sag ich jetzt mal, bei winterlichen Temperaturen indoor gehalten werden kann und dort vielleicht auch ein paar mehr Pflanzen sind, die er so gewohnt ist, sprich so ein bisschen eher dschungelartig und dann natürlich noch ein Außengehege mit deutlich mehr Freiraum oder Auslauf, so heißt das glaube ich eher, für eben die Tage, wo das Wetter gut genug ist für den Binturong und er einfach draußen rumspazieren kann. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, wie wetterfest so ein Binturong ist. Das klingt jetzt irgendwie komisch, wenn man da über ein Tier redet. Aber ihr wisst bestimmt, was ich meine. Also ich weiß wirklich nicht, wie gut der Binturong mit niedrigeren Temperaturen zurechtkommt. Darüber habe ich mich ehrlich gesagt nicht informiert. Ich fand aber einfach die Idee echt ganz cool zu sagen, okay, da gibt es einen Indoor-Bereich, wo der Binturong einfach drin sein kann und einmal einen Outdoor-Bereich. Und sowas sieht man ja sehr, sehr häufig bei Tieren, die in Europa jetzt eigentlich nicht so beheimatet sind. Also ich meine, denken wir einfach mal an die ganzen Nilpferdhäuser oder Giraffenhäuser, Elefantenhäuser und so weiter. Die haben ja meistens einfach ein großes Gehege draußen, wo sie eben bei vernünftigen Temperaturen draußen sich beschäftigen können und dann natürlich nochmal ein Indoor-Teil, wo sie einfach auch drin gehalten werden können oder auch nachts einfach drin sind, dass sie da etwas besser unter Kontrolle gehalten werden kann. Und wir haben uns dazu entschlossen, ich zusammen mit dem Chat, dass wir das Ganze so ein bisschen realistisch wieder machen wollen, sprich, dass wir hier das Gehege jetzt nicht super als Tropenhaus machen wollen, sag ich jetzt mal, wie es beim letzten Speedbuild für den Nebelpader war, sondern das Ganze schon eher so betonmäßig machen wollen, dass man das einfach auch aus einer realistischen Warte ziemlich einfach zu reinigen wäre, so dass quasi, wenn dort das Gehege etwas dreckig ist, der Indoor-Bereich, man dann einfach quasi mit dem Kärcher durchgehen kann und das Ganze relativ einfach säubern kann. Natürlich wollte ich nicht auf Pflanzen verzichten, das sieht man, glaube ich, später noch. Wie gesagt, ich habe relativ viel rausgeschnitten, also die Pflanzen zumindest im Outdoor-Teil, glaube ich, habe ich komplett rausgeschnitten, weil das hier einfach zu lang geworden wäre, diese Timelapse. Das gucken wir uns aber später definitiv im Realtime-Part an, aber eben hier im Indoor-Teil habe ich mich dazu entschlossen, tropische Pflanzen eher zu benutzen und die dann in Blumenkübel zu machen, sodass man die quasi mit einer, ich weiß gar nicht, mit einer Sackkarre oder einem Gabelstapler oder irgendwie sowas dann einfach rausräumen kann, quasi die Binturongs draußen ins Outdoor-Gehege packen kann, sodass man hier drin einmal schön durchkärchern kann, dass alles wieder schön sauber ist und auch gar kein Problem darstellt. Das machen Zoos ja relativ häufig so. Dann kümmern wir uns natürlich noch so ein bisschen um das Outdoor-Gehege. Ich glaube, da fangen wir jetzt auch an, hier so ein bisschen Terraforming, genau. Und da wollte ich eben eine Rampe haben, die von dem Gehege hoch in das Gebäude geht. Das Gebäude ist, wenn ich ehrlich bin, relativ leer geworden. Das habt ihr ja gesehen, da habe ich zwei Shops drin platziert und nochmal eine Viewing Gallery. Aber viel mehr ist da auch nicht drin gekommen. Das ist eigentlich auch nur so Fassade gewesen, damit wir da was haben. Und ihr habt ja gesehen, ich habe mir hier schon so ein bisschen was eingezeichnet gehabt, wie ich das Gehege so ungefähr haben möchte. Ich glaube, ich ändere das nochmal, weil mir dann aufgefallen ist, das ist wirklich sehr, sehr groß geworden dann. Aber meine Güte, es ist ganz hübsch und darum geht es hier eigentlich ja auch oder viel mehr. Ich möchte das natürlich zwar relativ realistisch halten, also ihr werdet jetzt von mir keine super fantastischen, fantastisch von fantasievollen beziehungsweise ja überzogenen Gehege sehen, also ich werde jetzt hier keine Star Wars Gehege oder so bauen, das wird wahrscheinlich auf diesem Channel auch nie so kommen, auch wenn ich die echt ganz hübsch finde zum Angucken, aber es ist einfach nicht so mein Stil, das wisst ihr, ich versuche das ja immer realistisch zu halten und dementsprechend
ja, sind die Gehege so auch gestaltet. Und ich dachte mir, hier am Weg möchte ich eigentlich so einen kleinen See als Wassergraben haben. Rückwirkend gesehen muss ich sagen, ist der vielleicht ein bisschen sehr groß geworden. Wie gesagt, wir haben das angefangen, als wir den Binturong nicht hatten. Mir war nicht ganz hundertprozentig klar, wie klein die sind. Also klar, ich wusste irgendwie die nackten Fakten quasi zum Binturong und auch wie groß der natürlich ist. Aber das im Spiel zu sehen, ist dann nochmal eine ganz andere Sache. Und wenn wir ehrlich sind, wenn man jetzt hier an dem Weg steht und über den Wassergraben einen Binturong sehen möchte, dann sollte man zumindest ein Fernglas, wenn nicht irgendwie ein Teleskop mit dabei haben. Aber naja, es ist wie gesagt ein ganz hübsches Gehege. Ich dachte mir dann so, hier nehmen wir noch einen Wasserfall dazu, dass hier das Gehege einmal bewässert wird. Und ja, hier sieht man auch, da habe ich schon festgestellt, das ist dann doch wirklich ein bisschen sehr groß geworden. Also machen wir hier sogar die Area für den Binturong ein bisschen kleiner und noch ein bisschen mehr mit Terraforming. Und ich hatte da relativ früh eigentlich eine coole Idee. Ihr habt es ja gesehen, das Indoor-Gehege hat zwei Ausgänge. Einmal einen Ausgang, der natürlich der Binturong benutzen kann, aber auch der Zoofliege. Und dann nochmal einen erhöhten Eingang von so einem Betonpodest aus. Sprich, da wollte ich für den Binturong eine Klettermöglichkeit machen. Und ich muss sagen, es ist wirklich ein Kletterparadies geworden. Wahrscheinlich würde das sogar für einige Großaffen lang was oder Menschenaffen besser gesagt, was hier an Klettermöglichkeiten ist. Also die haben echt viel gekriegt, aber es sieht unglaublich cool aus, wie ich finde. Ich hoffe, euch gefällt das auch und wäre ja vielleicht mal ganz cool, wenn ihr mir in den Kommentaren eure Meinung dazu dalasst, wie ihr denn das findet. Und ja, ich weiß, dass ich beim Nebelpader haben einige Leute von euch gesagt, ja, das mit den Seilen, das ist ja vielleicht ein bisschen dünn für den Nebelpader. Es gibt Videos online, wo der Nebelpader auf Seilen rumturnt, also die sind da relativ agil. Und dann dachte ich mir so, Mensch, der Binturong ist ja nochmal eine Nummer kleiner als der Nebelpader. Und das wird schon gehen, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich hätte ja ganz gerne nochmal so extra dünne Stangen, irgendwie Metallstangen oder Holzstangen, irgendwie sowas. Ich weiß, wir haben da relativ dünne, aber ich finde die einfach nicht so wirklich ansprechend, sage ich jetzt mal. Würde ich mir einfach ein bisschen mehr Auswahl wünschen in Planet Zoo, einfach, dass man nicht immer nur auf sage ich jetzt mal, relativ dicke Holz- oder Stahlbalken zurückgreifen muss, wenn man nicht auf die Seile zurückgreifen möchte. Und das ist auch das allererste Mal, glaube ich, nee, stimmt nicht, das ist das zweite Mal, dass ich hier diese künstlichen Wasserfälle benutze und ich finde sie wirklich ganz cool, also damit kann man echt ganz geile Sachen machen. Und gerade wenn man die hier so ein bisschen fancy einbaut mit Steinen und naja, ich meine, ihr kennt mich inzwischen ja. Steine sind ja so oder so mein Ding und wenn man hier noch so ein paar in die Wasserfläche oder in den Wasserfall selber mit reinschiebt, dann sieht das Ganze doch schon sehr, sehr realistisch aus. Und das finde ich echt ganz, ganz cool eigentlich. Und ja, jetzt gucken wir uns das nochmal an, ob das hier wenn die Pause beendet ist, also wenn die Zeit läuft im Spiel, auch noch cool aussieht und das sieht es. Und dann beginnen wir eigentlich damit, hier eine etwas höhere Rückwand zu bauen und das Gehege einzufassen, dass der Binturong da auch nicht weg kann. Wobei der witzigerweise im Spiel auch nicht schwimmen kann, beziehungsweise ja, er geht zwar ans Wasser, um dort zu trinken, aber schwimmen kann er nicht. Ich glaube mich zu erinnern, dass der Binturong in Real Life, also in der Wirklichkeit, eigentlich mal gar nicht so ein schlechter Schwimmer ist. Auch wenn er das natürlich nicht bevorzugt. Es ist natürlich kein amphibisches Wesen oder ein Wesen mit amphibischer Lebensweise, aber er hat meiner Meinung nach, wenn ich mich richtig erinnere, jetzt nicht das Problem, da einfach mal die Pfote ins Wasser zu halten und vielleicht auch mal durch den Bach zu schwimmen, wenn es dann nicht die Möglichkeit gibt, die irgendwie über die Bäume rüberzukommen. Aber na gut, in Planet Zoo ist es eben nicht so. Die
machen das nicht, die gehen nicht ins Wasser. Dementsprechend stellt die Barriere hier eigentlich schon diese Wasserfläche dar. Trotzdem möchte ich das Ganze natürlich so ein bisschen einfassen. Und ja, ihr habt gesehen, da kommt ein relativ großer Cut. Einfach, weil ich sehr, sehr viel hier mit den Steinen eskaliert bin, wie das bei mir eigentlich üblich ist. Und jetzt beginnen wir eigentlich über die Klettermöglichkeiten, die zu bauen. Und wie gesagt, da sind relativ große Cuts und ich bewege mich auch deutlich mehr im Stream, ist mir aufgefallen, mit der Kamera, als ich das in einem, extra für YouTube gemachten Speedbild mache. Ich hoffe, das ist okay für euch. Könnt ihr mir auch mal in den Kommentaren was dazu sagen, ob das okay ist, wenn ich hier einfach hin und wieder, sage ich jetzt mal, wenn ich auf Twitch einen Stream mache und das ein ganz schönes Speedbild meiner Meinung nach ist, dass ich das einfach als Speedbild hier ganz dreist zweitverwerte oder ob ihr sagt so, nee, das ist jetzt nicht so unser Ding, da bewegst du dich so viel und die Qualität ist vielleicht nicht ganz so berauschend, wie wenn das hier direkt aufgenommen ist. Wäre einfach mal cool zu wissen, was ihr davon haltet oder was eure Meinung dazu ist. Würde mich auf jeden Fall interessieren und solange ich denke, das wird jetzt auch nicht jede Woche irgendwie vorkommen, dass ich da ein Speedbild von Twitch raushau. Aber in dem Fall dachte ich mir einfach, das ist ganz cool, weil das Gehege gefällt mir wirklich sehr, sehr gut und ich wollte jetzt nicht einfach nochmal ein Binturong-Gehege einfach so bauen, weil weder das Gehege noch hier die anderen reinen Speedbuilds, die jetzt nicht in der Reihe sind, wie mit Walde, das ist ja auch ein Speedbuild, aber das ist ja schon eine Reihe. Das wollte ich jetzt nicht unbedingt machen, dass ich hier 20 Binturong-Gehege gefühlt baue und die alle einfach nur, um sie einmal gebaut zu haben und daraus ein Video zu machen. Das war jetzt oder ist jetzt, finde ich, ein bisschen suboptimal, deswegen dachte ich mir, geht das hier absolut klar, wenn ich da ausnahmsweise mal eine Aufnahme quasi benutze, die ich woanders gefertigt habe, um das zu machen. Aber wie gesagt, könnt ihr mir einfach mal was dazu sagen und ja, ich bin hier, wie ihr ja seht, dabei, den Hochseilgarten zu machen und der ist auch echt groß geworden. Ich habe auch gar nicht alles davon jetzt mit ins Speedbild rein. Ich glaube, jetzt kommt auch gleich ein Cut, wenn ich mich richtig erinnere, weil das wirklich ewig lange dauert, vor allem das mit den Seilen hier alles zu verbinden. Und ich habe da relativ viel mit verschiedenen Ebenen gearbeitet. Ich finde, es sieht super cool aus. Ihr werdet das ja noch im anschließenden Realtime-Part auf jeden Fall nochmal genauer sehen können. Da zeige ich euch das Ganze nochmal. Oh, da hatte ich sogar noch ein Alert mit drin. Ich dachte, die hätte ich alle rausgeschnitten. Naja, und wie gesagt, es ist wirklich eine sehr, sehr große Kletterfläche, die der Binturong dann schlussendlich hat. Aber ich finde, es sieht einfach sehr, sehr cool aus. Und jetzt kam der Cut und wir kümmern uns ein bisschen um die Kletterflächen hier im Indoor-Bereich. Da wollte ich natürlich nicht ganz so viel machen und die können auch nicht sehr hoch sein, weil ich das Gebäude jetzt nicht unglaublich hoch haben wollte. In dem hinteren Teil hier. Dementsprechend ist das ein bisschen niedriger geworden und wie gesagt, hier auch nicht sehr grün oder es ist relativ betonlastig, das Gehege innen drin, aber wie gesagt, das ist nicht, weil ich zu faul war, sondern weil ich das einfach für deutlich realistischer halte und ich denke, das ist auch echt ganz cool geworden und trotzdem wollte ich nicht auf Klettermöglichkeiten hier im Indoor-Bereich verzichten, weil, wie gesagt, so ein Winter in nördlichen Gefilden, wollte ich jetzt schon fast sagen, also in Mitteleuropa oder Nordeuropa oder wo auch immer das hier ist, kann dann doch relativ lang sein, wo der Binturong einfach nicht raus kann. Dementsprechend wollte ich, dass er hier drin auch so ein bisschen was zum Klettern hat. Und auch so ein paar Grünsachen. Ich weiß gar nicht, wie das in echt laufen würde, wenn man da einfach so ein bisschen Rindenmulch hinstreut und so ein bisschen Grünzeug. Ist jetzt vielleicht nicht unbedingt das Realistischste, aber es sieht einfach deutlich besser aus, meiner Meinung nach. Und hier haben wir auch nochmal so ein Bäumchen, so ein totes Bäumchen hingestellt, dass der Binturong da auch nochmal raufklettern kann. Und hier einfach so ein bisschen von diesen aquatischen Teilen benutzt, die wirklich super cool sind, wenn man die in den Boden versenkt. Das habe ich ja auch schon im Nebelpader-Gehege gemacht.
dann geben die eine sehr, sehr schöne Grünfläche, die interessanterweise noch nicht mal als Bepflanzung gilt. Also die kann man auch sehr, sehr exzessiv einsetzen bei Tieren, die einfach nicht so viel Bepflanzung haben wollen im Spiel, aber man trotzdem der Meinung ist, man möchte das Ganze relativ grün gestalten. Also das ist auf jeden Fall ein sehr, sehr heißer Tipp. Und ja, jetzt kommen wir hier auch zu den Blumenkübel, die ich gemacht habe, wo dann die Pflanzen drin reinkommen, weil ich das einfach realistischer fand, als jetzt hier eine Palme einfach auf den Betonboden zu stellen. Und da habe ich so ein paar davon verteilt und dann jeweils unterschiedliche Pflanzen reingemacht. Genau hier einmal so ein Zerrwurz, die ich übrigens sehr, sehr, sehr schön finde. So ein paar davon verteilt. Und auch hier im Vordergrund, dass es einfach ein bisschen hübscher aussieht. Eine kleine Palme und dann, ich weiß gar nicht, was es ist. Ich glaube, es ist so eine Agave ist es genau, so heißen die. Da auch nochmal rein, einfach, dass es so ein bisschen grüner aussieht, ein bisschen ansprechender als einfach nur grau in grau in grau. Und ja, das war's auch schon hier mit der Timelapse. Wir sehen uns dann gleich im Realtime-Part wieder und ich würde sagen, bis gleich. So, da sind wir auch schon im Realtime-Part dieses Videos. Und ja, das ist hier das fertige Binturong-Gehege. Und wie ihr seht, hier klettert auch so ein kleines Männchen, Weibchen, ich weiß es nicht, mal gucken. Ein Männchen, oh, und das ist hungrig. Guck mal, da kommt schon Essen. Klettert hier auch rüber über seinen großen Hochseilgarten. Und wie gesagt, ich bin damit sehr, sehr, sehr zufrieden. Die können hier direkt aus ihrem Innenbereich einmal rüber klettern in dieses Hochseilparadies, wo wirklich viel zu viel Kletterfläche für so ein paar Binturongs ist. Der ist ja noch ausgewählt. Die wählen wir mal schnell ab. So. Und ja, aber vom Layout finde ich das wirklich sehr, sehr cool, weil man hat hier wirklich viele Seile, die über Kreuz gehen auf verschiedenen Levels. Und ja, sie können eigentlich von jeder Stelle überall hin vom Prinzip mit ein paar Umwegen. Aber ich finde das wirklich sehr, sehr, sehr gelungen. Also das ist, finde ich, was Climbing angeht, meine beste Arbeit bisher, wenn ich das so ganz selbstsicher sagen darf. Und ja, die Binturongs finden das auch ganz schön. Und wie gesagt, das ist hier so ein bisschen das Gehege. Und ihr seht auch, was ich meine. Also wenn ich jetzt hier als Besucher bin, dann kann ich den Binturong quasi nur erahnen. Dadurch, dass der Wassergraben ein bisschen sehr breit geworden ist. Deswegen haben wir hier oben auch nochmal eins hingemacht, eine Viewing-Plattform. Da kann man das Ganze, naja, auch nicht viel besser sehen, wenn ich ehrlich bin. Aber in dem Fall geht es ja auch mehr um den Look. Und ja, wie gesagt, die Binturongs lieben hier dieses Climbing-Frame. Und haben hier eben noch so ein bisschen den Wasserfall und hier nochmal eine Futtermöglichkeit, hier ein Futterspender, der schon wieder leer ist. Warum ist denn der leer? Der wurde doch gerade eben erst aufgefüllt. Da weiß ich ehrlich gesagt gar nicht, was die Zoopfleger hier machen, weil die füllen hier auch die Futterschale im Innenraum kaum auf, also nicht vollständig zumindest. Und ja, hier haben wir auch so eine kleine Schiebetür gemacht, die man im Zweifelsfall zumachen kann, wenn es zu kalt ist. Und hier hatten wir ein kleines Rolltor. Ja, ich weiß, die Gäste denken, dass die Preise zu niedrig sind. Seid doch einfach froh, dass ihr nicht viel zahlt. Und ja, das hier ist der Innenraum. Es ist ein bisschen schwierig, sich hier mit der Kamera durchzubewegen, ohne in die Decke zu glitschen oder in die Wände, weil es ist nicht sehr, sehr groß, aber ihr seht ja, was ich meine. Hier habe ich einfach so ein paar Pflanzen in Kübeln positioniert, dass das Ganze so ein bisschen begrünter aussieht und habe hier nochmal so ein kleines Holzgebäude gebaut, wo sie sich drin verstecken können, zur Not den Blicken der Zuschauer oder der Gäste entfliehen können. Auch hier hinten, also den können, glaube ich, die Besucher nicht sehen. Genau, die können sie quasi nicht sehen und dementsprechend haben da die Tiere auch so ein bisschen Privatsphäre. Und ja, hier haben wir eben ein paar Bänke, einen Automaten, Mülleimer und zwei Shops, also gar nicht so viel hier drin und eben eine Spendendose. Warum ich die platziert habe, wenn das Ganze hier Sandbox ist, kann ich euch gar nicht sagen. Aber ich finde das echt ganz cool, die Binturongs haben witzigerweise die Angewohnheit, sich überall hinzulegen. Deswegen habe ich hier überall einfach mal
so Schlafmöglichkeiten ausgelegt. Und auch hier, oh, guck mal, da ist auch einer drin. Es scheint gerade Mittagsschlafzeit zu sein hier im Binturong-Gehege. Und auch hier drin in unserem kleinen Holzhaus ist nochmal ein Binturong-Gehege. Und ja, sie laufen auch wirklich hier, ein Binturong-Gehege, ein Binturong-Schlafplatz, der auch genutzt wird. Und sie laufen hier auch wirklich hoch und dann die Seile entlang. Und benutzen das wirklich sehr, sehr gut. Und das gefällt mir wirklich richtig gut, muss ich ganz ehrlich sagen. Und wir haben uns dann dazu entschlossen, im Stream hier nochmal ein Glasdach rüber zu machen, dass einfach ein schöneres Licht reinkommt und es da drin nicht so duster ist. Und oh, guck mal, da kommt auch einer. Da seht ihr auch gleich, dass die hier das wirklich benutzen und hier wirklich reingehen. Ich drehe das mal um, dass wir dich von vorne sehen. Hallo. Na, du willst dich doch bestimmt auch schlafen legen, oder? So, und schon sind sie drin und das finde ich wirklich sehr, sehr, sehr cool gemacht. Das ist jetzt Eigenlob und ich weiß, das stinkt und aber ich finde es trotzdem sehr hübsch und ja, hier seht ihr auch, der Binturong klettert auch hier nochmal drüber. Und ja, der gute Mann oder die gute Frau, weiß ich nicht, ist eigentlich auch egal, zeigt uns hier auch nochmal, wie schön das alles funktioniert. Und da kommt eigentlich auch schon direkt der Nächste, glaube ich, der hier auch rein möchte. Und ja, das war klar, du legst dich auch schlafen, ne? Ja, die sind ziemlich süß und ziemlich verpennt, die Binturongs hier. Finde ich aber echt ganz niedlich. Und wir nehmen hier mal den Ausgang. Und wie gesagt, hier kommt man dann in diesen Hochseilgarten, der wirklich viel zu groß ist. Kann ich euch auch nochmal kurz zeigen. Da mieft was, glaube ich. Die Binturongs brauchen hier bei 5 Binturongs knapp 250 Quadratmeter und haben ja über 750 Quadratmeter, also wirklich deutlich zu viel und auch fast doppelt so viel Klettermöglichkeiten, wie sie eigentlich brauchen. Aber meine Güte, es ist ein Sandbox-Park bzw. Zoo oder so ein kleiner Ausschnitt. Ihr seht ja, viel mehr ist hier nicht und wird es wahrscheinlich auch nicht werden und okay, die laufen hier einfach übers Unsichtbare, naja gut. Und die haben auf jeden Fall sehr, sehr viel Platz und dann habe ich hier noch so ein bisschen davor, so ein bisschen kaffeemäßig das gemacht. Und ich finde das eigentlich echt ganz hübsch, also ein bisschen schade finde ich schon, dass ich hier nicht weitermachen werde, aber gut, das war von vornherein eigentlich so geplant. Irgendwie sind hier Leute festgebackt, okay, warum auch immer, naja gut. Also das ist auf jeden Fall unser kleines Binturong-Gehege mit hier einem relativ modern gehaltenen Gebäude drin. Es ist jetzt architektonisch nicht das absolute Highlight, aber es erfüllt absolut seinen Zweck, wie ich finde. Abgesehen davon, dass der Eingang ganz offensichtlich viel zu klein ist. Ich würde sagen, das war's auch in diesem Video. Ich entlasse euch jetzt hier mit ein paar schönen Cinematic-Shots aus dem Binturong-Gehege nochmal. Und ja, vielen Dank, dass ihr mit dabei wart. Freut mich, wenn euch das gefallen hat. Ihr könnt ja mal einen Kommentar da lassen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dann. Bye, bye.